Ja, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar von, ihr könnt es schon sehen, ihr habt es im Titel erkannt und ihr seid völlig am Ausrasten und das zu Recht, denn es ist Star Wars Legion und zwar endlich mit den Klonkriegern und den Separatisten. Die deutsche Ausgabe, sehr selten mittlerweile, weil, was ich gesehen habe, die Box ging ja rasend schnell weg. Selbst ich habe geweint, weil ich sie nicht direkt gekauft habe. Und als ich dann auf der Spielemesse war, in Essen, ja, was soll ich sagen, habe ich es auch verkackt, sie zu kaufen. Da habe ich sogar verkackt, den Obi-Wan, diesen limitierten zu kaufen, der für 200 € jetzt weggeht, worüber sich ja alle aufregen. Dann stand da auf einmal sogar nur noch, dass das im 2020 im Juni nochmal auf Deutsch rauskommt. Ich habe Glück gehabt und mir doch noch eine Box ergattert. Ich weiß ja nicht, wie zurzeit der Stand noch ist, ob wieder ganz viele Deutsche jetzt da sind wieder. Oder jetzt immer noch nur die englische Fassung. Ich habe mir auf jeden Fall die deutsche natürlich nur geholt, weil ich habe gesagt, Englisch, ihr wisst ja, bei mir Englisch, nein, das können wir nicht uns antun. Und von daher zeige ich euch jetzt einmal den kompletten Inhalt der Box, weil ich freue mich tierisch darüber, dass ich es noch habe. Ich weiß zwar heute noch nicht, wann ich es jemals schaffen werde, dieses Spiel zu spielen, aber ich habe die Klonkrieger und die Separatisten und diese Box sieht einfach nur mega geil aus. Wir drehen sie einmal um. So, hier sehen wir den ganzen Inhalt, wie immer, die ist ja so aufgebaut wie die alte Box. Da hatten wir ja das Imperium und die Rebellen in dem Sinne und ja, ne? Mehr Worte braucht man eigentlich nicht für diese Box. Ihr seht, hier ist General Grievous drin, Droidica, Obi-Wan Kenobi mit seiner speziellen Pose aus Teil 3. Wir haben hier so einen Speeder. Wir haben. Wo haben wir sie denn da? Die Separatisten in verschiedenen Positionen, sowie auch die Klonkrieger und das Ganze. Schauen wir uns jetzt mal an. Ab 12 Jahre, 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Für die, die noch gar nicht wahrscheinlich das Spiel gespielt haben, könnten es auch 6 Stunden werden, wie mich. 2 Spieler braucht man auf jeden Fall dafür. Alleine kannst du es nicht spielen. Von Disney ist es StarWars.com. Hier ist wie wieder schön drauf gezeigt, wie welche Hüllen man braucht, weil es gibt ja mittlerweile diese. Ja, okay, Fokus ist heutzutage überbewertet anscheinend, aber ihr könnt es ja erkennen hoffentlich. Ihr braucht wieder diese Hüllen, einmal grau, einmal gelb, das sind entweder einmal die großen, einmal die kleinen. Finde ich sehr schön, dass man das drauf macht. Und jetzt packen wir das Ganze einmal aus. Tada! Fertig, wir packen wieder ein. Wir haben hier. Das finde ich so geil, Leute. Wissen wir nicht alle, wie wir es lieben, wenn man aufmacht die Packung und es laufen einem 1200 Bücher entgegen, wo dann die Regeln drin erklärt sind, Fachwörter, Dingswörter und Sonder hier und Sonder da und man weiß nicht ganz genau, wohin mit seinem Leben. Das hier ist alles. Dieses kleine, schmale Buch, Heft, Broschüre. Ist das Einzige, was da drin ist, und mehr braucht man nicht zum Spielen. Und das ist so schön. Das heißt, es gibt nicht tausend verschiedene Sachen anscheinend. Alles wird hier schön erklärt und einfach. Wir haben hier Star Wars Legion Spielregeln. Richtig cool. Hier ist ein Helm vom. Was macht denn meine Cam jetzt noch? Na egal. Von einem Klonkrieger. Hinten ist eigentlich nur eine Kurzübersicht drauf, sprich. Wie alles abgehandelt wird, sprich einmal die komplette Spielrunde, finde ich ganz nett. Dann kann man sie sich so hinlegen und fertig und braucht nicht irgendwie das Heft so aufgeschlagen haben, um zu gucken, wie die Spielrunden sind. Wir haben hier einmal die ganzen Einheiten aufgelistet, die ganzen Marker und. Sprache quasi der Inhalt der Box. Wir haben hier eine kurze Anleitung auf den Seiten innen drin, wie die Figuren zusammengebaut werden. Und eins muss ich sagen, Respekt. Respekt dafür. Ich hätte echt erwartet, dass die Sachen nicht mit so vielen Details im Einzelnen zusammengebaut werden. Also ich muss sagen, da haben sie sich echt eine Schippe von Games Workshop abgeschnitten und das ist schon mal richtig geil in der Hinsicht. Also absolut genial. General Grievous kann man sogar noch in 3 verschiedenen Arten umbauen. Das ist mega geil. Das heißt, den braucht man unbedingt 3-mal. Wir haben hier dann die ganzen Aufbauen, Beispiel das Trainingsgefecht, das ist einfach richtig geil, weil ihr habt hier einfach mal ein kleines Gefecht, um zu sehen, wie wird das Ganze gespielt, leicht erklärt in einem Einführungsspiel und dann geht's los mit Szenarien und so weiter. Ihr seht, das Feld ist immer exakt gleich aufgebaut, das habe ich soweit gehört, auch auf der Spiel, damit es genau gleich und fair ist, werden die Spielbretter immer 1 zu 1 gleich aufgebaut, spiegelverkehrt.
quasi, ne, in dem Sinne, aber sie werden gleich aufgebaut. So, und dann fängt auch das Ganze hier eigentlich an, Spielzeit. Hier werden ein bisschen noch die ganzen, es werden halt die Karten erklärt, die Züge werden erklärt, wie das Spiel gespielt wird, wie die Marker verwendet werden. Und das wird alles in nur ein paar, lasst mich lügen, in genau 30 Seiten erklärt. Hier wird nochmal eine kurze Anordnung gezeigt, wie das Ganze zusammengebaut wird. Und dann sogar noch mit einem kleinen Painting Guide fürs minimale Zusammenkleben, bemalen. Sehr, sehr schön. Und das alles fertig. Dann, das lasse ich natürlich jetzt zusammen. Ich meine, da braucht man auch nichts auspacken, grob. Die sind super gestanzt auf jeden Fall. Die lassen sich super leicht herausdrucken. Sie sind absolut schön gemacht. Die Farbe ist mehr als klar und deutlich. Kann man nicht anders sagen. Man kann da nicht meckern. Die Quali ist wirklich toll. Relativ dünn die Pappe, aber das macht nichts. Es sind ja nur kleine Spielblättchen. So. Dann haben wir eine komplette Packung extra schon mit blauen und beigen Bases für die Figuren und ohne einen Schlitz drinne oder jegliche andere Art. Das heißt, man kann sie echt entscheiden, wie man sie schön aufbaut. Ob man die Base jetzt noch mehr gestaltet oder nicht. Finde ich sehr, sehr schön und auch farblich extra schon sortiert, falls man sagt, man will jetzt nur mal so spielen. Genauso wie diese Bases hier, die größeren sind genau gleich. Richtig klasse. Hier haben wir unseren Spielstab, den müssen wir natürlich noch zusammenbauen, damit wir auch wissen, wie weit sich die Einheiten bewegen dürfen. Sehr gute Qualität auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Die Quali ist wirklich von den Sachen mehr als sauber. Dann haben wir unseren Bewegungsmaßstab noch. Den haben wir jetzt auch noch. Sehr, sehr schön. Auch gute Qualität. Wir haben hier unsere, wir haben sogar noch ein paar kleine Barrikaden. Sechs Stück, glaube ich, sind drin. Zwei, vier, sechs. Nee, acht Barrikaden sogar sind noch mit drin. Sehr nettes Gimmick auf jeden Fall. Hätte man ja auch nur als Pappe reinlegen können. Nein, hier sind sie voll. Dann haben wir hier als nächstes unser Haufen Würfel. Wie gesagt, das kennen wir ja aus den meisten Spielen mittlerweile, die ganzen Würfel. Rot, blau, schwarz mit irgendwelchen Symbolen drauf, die dann das und das ergeben halt. Also so sind ja mittlerweile alle Boardgames, Brettspiele aufgebaut. Ist also damit nichts Neues für einen. Dann haben wir natürlich jetzt nur noch im Endeffekt die Spielkarten, sprich jeder kriegt ja so Handkarten, also es wird halt mit Karten in deiner Hand auch gespielt. Das sind dann so Zusatzeffekte, die dann die Einheiten bekommen und. Wir hatten halt ein kleines Probespiel mal gespielt, aber von dem alten Legion, wie viel sich jetzt zu dem neuen hier verändert hat, weiß ich leider persönlich nicht. Dazu habe ich es noch nicht gespielt, kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber es sah halt sehr schön aus, es ist sehr cool, es ist taktisch. Es macht Spaß und es ist Star Wars. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht sagen. Hier haben wir nochmal unser kleines Kärtchen. Ich meine, das ist auch nicht mehr so groß weltbekannt. Es ist, wie gesagt, es ist wie in jedem anderen Spiel auch. Mit kleinen Kärtchen. Bei jedem einfachen Tabletop-Brettspiel ist es mittlerweile ja so, dass man so kleine Karten hat, so große Karten. Hier sind relativ wenig bei. Da habe ich schon manche gesehen, die hatten wirklich wie das bei Batman-Spiel, was ich doch zum Beispiel besitze. Ich meine, wie viele Karten haben wir denn da drin? Mehr als utopisch viele. Hier haben wir dann in einem separaten Tütchen, seht ihr hier, den Speeder von den. Und der ist wirklich sauber gemacht. Also wirklich. Also man kann es nicht anders sagen, Leute. Die sind wirklich top gemacht. Also, ich bin ehrlich, hier haben wir zum Beispiel in jedem einzelnen Tütchen, Hammer, guckt euch das an, wartet mal. In jedem einzelnen Tütchen ist hier jetzt so ein Kamerad drinne. Hier sind zwei drinne. Ist ja nicht schlimm. Komm, ich hol's mal sogar raus. Die Zeit müssen wir einfach dafür haben, um uns die Quali mal anzuschauen. Oh, was ist das denn hier für ein Durcheinander? So, also, was soll man jetzt dazu sagen? Die Quali ist doch mehr als in Ordnung. Also, ich meine, klar, Games Workshop legt noch eine Schippe drauf, aber das hier kann sich sehen lassen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich finde, die sind sogar relativ groß, wenn ich mal so einen Vergleich, so ein Tau jetzt hinhalte. So Taugröße hätte ich beinahe gesagt.
Und von Star Wars ist es Star Wars, Leute. Wie lange haben wir uns jahrelang gefragt, wann kommen endlich, so wie Games Workshop, wann kommen davon endlich Star Wars Sachen raus? Ja, jetzt habt ihr euer Star Wars Spiel. Zwar leider noch viel zu wenig Einheiten von allem, viel zu wenig, da kann man noch massig produzieren. Da geht ja, wenn ich denke, wenn die das so aufbauen würden wie ein Games Workshop mit 1000 Sachen, ja, das ist Star Wars absolut möglich, weil die haben mehr als genug Filme, Bücher, wo sie alles Mögliche raushauen können von. Und hier haben wir natürlich dann nur noch die ganzen Gussrahmen von den Separatisten. Und auch diese sind wieder die Gussrahmen absolut top. Wirklich hier. Qualität, also wirklich auch die Details sind mehr als in Ordnung. Die reichen. Ich finde die absolut cool. Hier ist die Maske von General Grievous. Also echt eine tolle Box. Und ich muss sagen, so wie die hier schon aufgebaut ist, die Box, in dem Sinne. Finde ich es schon gar nicht mal so schlecht. Ich würde wahrscheinlich mir trotzdem diese Einlage von Feldherr noch besorgen, bin ich ehrlich. Weil diese ist wirklich immer sehr, sehr cool. Denn da passen dann die Figuren zusammengebaut auch rein. Hier würden sie jetzt auch reinpassen, die Figuren, aber sie würden zu sehr von links nach rechts rumschlagen. Das sähe dann nicht so geil aus. Aber ansonsten eine schicke, schicke Box. Ich kann sie nur empfehlen, kostet aber 90 Euro. Ist also nicht gerade günstig, aber lohnenswert. Und damit sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit eurer Box.